Hallo. Ihr Lieben, guten Abend. Ist ja super toll. Ich habe jetzt gerade das Bild vor Augen gehabt in der Primarschule, als da irgendwelche Handzeichen so hin und her gingen und man wusste nicht so genau, wer ist jetzt gemeint. Und ich stelle gerade fest, dass ihr einander winkt. Und ich glaube, jeweils die, die sich gegenseitig winken, die wissen, wer gemeint ist. Aber für die Außenstehenden ist es irgendwie ganz lustig. Jemand hebt die Hand, macht irgendwas und irgendwo anders. Mega toll. Und Zettelchen schicken kann man ja auch. Vielleicht habt ihr das ja auch gemacht. Das kann man ja auch im Chat mit personalisierter Nachricht. Muss man nicht mehr den Nachbar fragen, hey, kannst du das mal weitergeben? So, ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen. Schön seid ihr da. Schon wieder ganz gut in Fahrt mit Strahlen und Leuchten in den Augen und Neugier, was wir da wieder vorhaben zusammen. Unsere Titel sind ja immer wieder sehr ja, vielversprechend und trotzdem weiß man nicht genau, was haben die jetzt wieder vor. Wissen wir auch nicht, aber ja, trotzdem, die Geschichte geht ja immer weiter und ja, wir sind tief in diesen Herzraum eingetaucht. Und das ist wie jetzt noch nicht so einfach fertig, haben wir ganz klar gemerkt, da gibt es noch was weitergeht. Und ja, wir haben auch gemerkt, dass es wie Dinge ja gibt, wo man manchmal gerne so ein bisschen drüber hüpft. Also die Dinge, die ein bisschen unangenehm sind oder die nicht so rund sind, die nicht so ganz ins Selbstbild passen vielleicht, wo vielleicht auch das Ego mal sagt, ach, diese Warze oder diese Beule, die mag ich nicht, die übersehe ich jetzt einfach mal und tue so, als wäre sie gar nicht da. Und ja, genau, für diese Dinge ist eben so ein Raum auch ganz wichtig, wie wir ihn zusammen haben. Es ist ja so viel Leichtigkeit da und gleichzeitig eben erlaubt das dann eben dieses Hinschauen. Und ja, man kann jetzt auch im übertragenen Sinne sagen, also wir haben ja eben eingeladen im Titel zu Herzraum, Freiraum, Lebendigkeit. Und Freiraum braucht ja auch eben damit was frei werden kann, was vielleicht ja eben da ist oder nicht gesehen werden will. Wir machen jetzt keinen Frühlingsputz, sondern eher so einen Herbstputz, bevor eben der Winter kommt und wir sind jetzt alle noch voll bei Kräften und voller Sommerenergie und Freude. Und wir wollen diese Leichtigkeit nützen. Und einfach mal so, ja, einsinken. Eben dort, wo der Schuh ein bisschen drückt. Und merken, dass es gar nicht weh tut. Wenn man das mit so einer kindlichen Neugier auch macht. Und auch zu wissen, dass es irgendwie allen gleich geht. Dass da oft was ist, was wir aber gerne übersehen möchten. Ja, spiel den Ball in die Luft. Weil es wird immer erst rund, wenn alle die Worte gefunden werden, auch von Nada, von Kurt, ich weiß nicht, ob Maritreo da ist, dann kommen so alle Farben zusammen. Ja, danke dir, Remo Gia. Maritreo ist da, heute ein bisschen still. Ja, wir hatten so das Gefühl, jetzt die letzten 2 Male haben wir ganz viel auch losgelassen, auch eben Freiräume, die frei geworden sind, wo etwas gehen durfte, heilen durfte, sich erfüllt hat. Und ja, wir haben auch wieder eingeladen und dennoch ist diese Tendenz, wenn es so Räume gibt, die frei werden, dass gerne etwas auftauchen möchte, was einfach noch dran ist, ins Bewusstsein zu kommen, was noch dran ist, in die Heilung zu kommen, was noch dran ist, in die Erfüllung, ins Lösen, ins Erlösen oder Loslösen zu kommen. Und diesen Raum, den wir hier teilen, wo einfach wirklich jeder so sein darf, wie er ist, wo alles sein darf, wo wir nicht immer nur in dieser Leichtigkeit sein brauchen,
Natürlich, das ist Teil von uns, die Dankbarkeit, die Liebe, all das ist Teil unserer Natur. Aber in unserer Persönlichkeit können natürlich noch andere Sachen sein. Und die lieben das jetzt aufzupoppen. Das ist wie schon ein bisschen Frühjahrsputz-Remoji, was du gesagt hast oder so. Wenn man Licht macht und aufräumt und Platz schafft, kommen auf einmal Sachen zutage, die waren so hinter allem, dass man die gar nicht gesehen haben. Und so möchten wir heute gerne einladen, in diesem Raum, den wir hier, in diesem Raum der Liebe, des Herzens, diesem Heilraum auch, wirklich da sein darf, was sich zeigen mag. Und das kann etwas sein, was vielleicht nicht sich lichtvoll oder leicht oder friedlich anfühlt, aber in diesem Raum, im Lichte des Bewusstseins, das Erlauben, dass es da ist und von uns gesehen und gefühlt wird und es damit in die Heilung und in die Lösung und in die Auflösung gehen kann, ist natürlich viel angenehmer und in einer Freiheit, weil jetzt geht es uns ja gerade gut, jetzt ist das, jetzt darf das auftauchen. Das ist natürlich viel schöner, als wenn dann das Leben kommt und die Umstände kommen und einen zwingen, weil es einfach dran ist, weil wir auf dem Weg sind in unser unendliches Glück, in unser unendliches Sein, frei von all dem, was aber natürlich eventuell, vielleicht bei jedem oder fast bei jedem, in der Persönlichkeit noch ist. Also alte Konditionierungen, altes, im Englischen sagt man gerne Frozen Memories, also etwas, was noch nicht in dieser absoluten Freiheit und Freude und Leichtigkeit und Frieden ist. Und so wollen wir heute einladen, wer mag, natürlich immer, das ist eine Einladung, wer mag, in diesem Herzraum, in dieser Verbundenheit, in der wir sind, in diesem, ja, in diesem Raum der Liebe und der Wunder, das sich zeigen darf, was jetzt und heute gehen darf, sich auflösen darf, heilen darf, in Liebe, ja, geliebt werden darf. Für mich ist ja alles, was kommt, will ja eigentlich nur geliebt werden, so dass es uns nicht zwingt, sondern aus der Freiheit raus. Deswegen haben wir auch Freiraum gesagt oder geschrieben. Aus der Freiheit heraus, dass es auftauchen darf. Und wie Remo schon gesagt hat, manchmal haben wir so eine Tendenz, weil das Ego mag das gar nicht, haben wir eine Tendenz, das wegzutun. Dabei will es wirklich nur ins Licht des Bewusstseins, es will wirklich nur geliebt werden, es will wirklich von uns einfach gefühlt werden, damit es heilen kann und sich erlösen kann. Jetzt habe ich es tausendmal wiederholt, glaube ich. Vielleicht mag Marie-Trio oder Kurt noch mal mit ihren Worten. Aber ich glaube, es ist so, ja, so die Ausrichtung unseres Raumes heute, die Einladung, ja, einfach damit zu sein und wie Remo sagt, und zu spüren, das Ego kann jaulen und sagen, oh nein, oh, ist gar nicht nett und es tut ganz arg weh. Und wir als Seele, als Bewusstsein, als Liebe sind damit und lieben es. Und da tut es nicht weh. Und da ist es nicht schlimm, sondern es ist einfach das, was ist, was mal war und was jetzt wie die verlorenen Kinder wieder zu uns kommen und nach Hause wollen. Mag einer vom Team noch ergänzen? Also ich finde, wir schaffen so in unserer Gemeinschaft hier so ein wunderbares energetisches Feld, einen Energieraum, in dem die Dinge viel leichter gehen, als wenn man alleine für sich ist. Und deswegen sollten wir vielleicht ganz bewusst eintreten, uns einschwingen in dieses Energiefeld und die Chance des Miteinander nutzen und in diesem Energiefeld loslassen, was nicht mehr zu uns gehört. Ja, und die Einladung jetzt um kurz nach 8. Wir sind eben nicht alleine. Wir sind nicht mehr alleine. Wir sind in diesem Feld der Liebe. Es trägt uns. Wir sind auf eine Art sicher und geborgen.
und schauen einfach, wie weit ist es mir möglich, offen zu sein, wirklich mein Herz, mein Sein, alle Türen aufzumachen, die vielleicht gerade noch nicht offen waren, um willkommen zu heißen, was bereit ist zu heilen, was bereit ist, vielleicht in die Vergebung zu kommen, einfach gefühlt werden möchte, gesehen werden möchte, geliebt werden möchte, anerkannt werden möchte, als das Selbst zu bleiben, als das Bewusstsein, als die Liebe, als diese ewige Seele. Und wer mag, wir haben ja gesagt, du kannst was schreiben, zum Schreiben dir bereitlegen. Manchmal ist es hilfreich, das, was auftaucht und gefühlt worden ist, aufzuschreiben und dann loszulassen. Alles muss tatsächlich nur einmal zu 100% gefühlt und anerkannt werden, geliebt werden. Einmal zu 100%. Wir müssen darin nicht verweilen, uns nicht verlieren. Es braucht ein Tropfen, 100%, die Essenz. Und manchmal hilft es, aufzuschreiben und dann wieder loszulassen und offen zu sein, was sich im nächsten Moment zeigt. Das ist oft wie eine Zwiebel, Schicht für Schicht für Schicht. Manchmal beginnt es mit der großen Nebelmaschine, da ist gar nichts. Ich kann nichts sehen, nichts fühlen. Dann fühle ich, wie das ist, dieser Nebel. Schreib es auf. Atmen, ausatmen und neu hinspüren, hinschauen. Ja, und vielleicht ist ein Thema, dass er sich zeigt, ein ganz langer Gast schon in deinem Leben. Oder vielleicht hast du sogar das Gefühl, es zeigt sich gar nichts. Dabei hast du dich einfach an etwas schon so lange gewohnt, dass du wie ein Teil von dir keine Lust hat, das wieder anzuschauen, weil du sagst dir, du hast ja schon alles probiert und du warst hier und da und hast dies und das gemacht, damit es weggeht und ja, du willst nichts damit zu tun haben. Du hast sogar irgendwie akzeptiert, dass es zu dir gehört. Und vielleicht hast du auf einer Ebene beschlossen, du willst gar nicht mehr mit diesem Teil von dir kommunizieren, weil der ja sowieso nicht antwortet und sich sowieso nicht bewegt und sich nicht rausputzen lässt. Und genau für diese Begleiter, die wir haben in unserem Leben, die sind große Lehrer. Und ja, es ist jetzt, gerade jetzt, auch eine Einladung, da wieder mal wirklich hinzuhören. Was willst du mir denn sagen? Warum bist du mein halbes Leben schon da oder noch länger und bleibst einfach und getrau dich da nochmals wirklich ins Fühlen zu kommen? Was ist da vielleicht dahinter? Oder wieso zeigt sich das? Wieso habe ich da eine Mangelwahrnehmung zum Beispiel? Welche Verletzung war denn da vielleicht? Auch wenn du dich nicht bewusst erinnern kannst, aber vielleicht kommt ein Sehnen, etwas Unerfülltes, irgendein Bild oder ein starker Wunsch, der sich zeigt und eben vielleicht genau damit zu tun hat, dass etwas jetzt wieder diesen Raum bekommt und du einfach da nur spürst, ohne etwas zu tun. Aber einfach hinhören, annehmen, den
Ja, ich habe letzte Woche schon gesagt, die ungebetenen Gäste, diesen Gast wieder mal wirklich in die enge Runde an den Tisch setzen. Es sind oft diese Dinge, die wir gerne übersehen möchten, sind ja oft Lebensthemen, wo wir einfach denken, ja, damit muss ich leben. Und genau das putzen wir jetzt wieder raus, dass ich muss damit leben. Das wird jetzt ganz schön geputzt. So richtig blank geputzt, als wäre dieser Gast das erste Mal im Haus. Weil wenn wir da so diesen Gast begrüßen, dann sind wir ganz überzeugt davon, dass er wieder geht, wenn er nur mal seine Botschaft loswerden konnte und sich auch angenommen fühlt. Ja, und jetzt für die neue Zeit gilt es, wir können in diese Frequenzen, in diese Qualitäten mit den alten Gästen, dem Gänsefüßchen Müll, dem überliefert, über was sich einfach überlebt hat, das können wir da nicht mitnehmen. Das ist von der Schwingung, von der Frequenz ganz woanders. Und diese Gäste oder das, was ich da noch zeigen will, kann sich sehr unterschiedlich zeigen. Man kann es erkennen und es wissen, um was es geht. Es kann sich als eine Emotion zeigen, als ein Bild. Es kann aber auch im Körper auf einmal irgendwo jucken, stechen, ziepsen. Also es kann ein körperliches Empfinden sein. Oder es kann eine Musik auftauchen, ein Lied, ein Klang. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich das hörbar und sichtbar machen kann. Man muss es nicht immer als Wort und Erkennen wissen. Und egal wie sich's zeigt, es einfach da sein lassen, vielleicht aufschreiben, wie gesagt. Und dann offen und bereit sein für das, was ich zeigen mag. Oder aber auch, wir können auch sagen, okay, in diesem Raum, in diesem Feld bin ich jetzt bereit, das, von dem ich weiß, dass es irgendwann jetzt dran ist, dass es geht, dass ich es bewusst einlade, diese früher ungebetenen Gäste, von denen Remo sprach, kann ich bewusst jetzt einladen. In diesen Raum, in dieses Miteinander hier, in dieses Feld. Sag ich, okay, ich bin bereit, das jetzt anzuerkennen, zu fühlen, zu sehen, zu lieben und loszulassen, dass es heilen kann. Wozu bin ich bereit, dass es jetzt heilen kann? Wozu bin ich bereit, dass es sich löst? Wozu bin ich bereit, dass es endlich in Frieden sein kann? Ich damit. Und vielleicht sind Sie ja sogar bereit für einen großen Schritt oder sogar einen Sprung in Ihrer individuellen Evolution und schauen mal eine Etage höher. Was hindert mich eigentlich noch, vollkommen zu sein, was ich loslassen könnte, sollte? Und immer in dem Bewusstsein, wir sind ja von unserem wahren Wesen her vollkommen. Nur solange wir noch zumindest teilweise in der Illusion leben, verbunden sind mit dem Ich, uns identifizieren mit dem Verstand, dem Körper, da menscheln wir eben noch. Und das ist also Unvollkommenes, weil es an uns hängt. Also vielleicht schauen wir sogar mal, riskieren einen Blick eine Etage höher. Was wäre denn tatsächlich noch ein Hindernis an meiner Vollkommenheit? Was hindert mich daran, vollkommen zu sein? Wenn ich es doch bin, sollte ich doch auch dazu stehen und sollte das endlich loslassen, was mich noch hindert,
Und dann kann ich vielleicht tatsächlich hier, jetzt, heute einen Sprung machen in meiner individuellen Evolution. Ja, spür einfach für dich, wozu bin ich bereit, hier und jetzt, heute? Und als drittes Wort hatten wir die Lebendigkeit, weil alles, was aus diesem weggesteckten, weggedrückten, unerlösten sich löst, heilt, befreit, lässt uns immer lebendiger sein. Diese lebendige Präsenz, diese ewige lebendige Präsenz, die wir sind, hat dadurch noch mehr Raum, bis wir in dieser unendlichen, zeitlosen Vollständigkeit uns erfahren. Und vielleicht, wenn ich so in eure Gesichter schaue, nehmt ruhig die Dankbarkeit wieder mit rein. Dankbar, dass wir hier in einen Raum geschenkt bekommen, wo Heilung, Erlösung, Auflösung, Vervollständigung möglich ist. Ein Raum der Liebe, der Gnade. Dafür können wir wirklich ganz schön dolle dankbar sein. Und auch, ich weiß nicht, wer was aufgeschrieben hat, auch für all das, was sich jetzt gezeigt hat, was ich vielleicht über nicht nur dieses Leben, sondern vielleicht über Leben mitgeschleppt habe. Dankbar zu sein, weil es mich genau in diesen Augenblick gebracht hat, mich genau hierher gebracht hat, an diesem Punkt meiner Entwicklung, meiner Evolution. Ja, ihr Lieben, es sind immer mehr Hände da. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal und hören euch zu. Lieber Bernd, du warst der Erste. Hallo, willkommen. Magst du teilen, was deine Hand uns sagen will? Ja, das mag ich. Als Gefühl, was ich sehr, sehr lange mit mir rumtrage, ist an sich mein eigenes Schamgefühl. Dass ich immer wieder spüre, das nimmt mich in Gefangenschaft und ich schäme mich derartig vor mir selbst. Immer wieder so das Gefühl, als würde ich nicht dazugehören. Als wäre ich ein Außenseiter, mich mag man nicht oder ich mag mich nicht. Ich habe damit also an sich von kleinster Kindheit an mit zu tun und werde das nie so richtig los. Obwohl ich sehr gute Sachen bestimmt schon dem Leben geben konnte oder der Welt geben konnte. Und dennoch ist das immer wieder da, dieses schnelle Herzklopfen, dieses sich schämen vor mir selbst, so mich mitzuteilen. Das würde ich gerne loslassen. Ich würde gerne mir fällt. Emoji, ja. Darf ich eine Frage stellen an Bernd? Ja, bitte, bitte. Bernd, kannst du das hier spüren in diesem Raum, dass du nicht willkommen bist, dass du nicht dazu gehörst? Kannst du das hier und jetzt spüren? Ja, spüren. Das kann ich spüren, so dass ich so fremde als da gehörst du gar nicht hin. Hier auch bei uns. Ich habe nicht so.
Ja, ich habe nicht so dieses freie lassende Gefühl ja, dass ich also so mich angenommen fühle. Irgendwie ist das eine ganz kleinkindliche Ecke, so die also ich nicht richtig von mir geben kann. So. Ja. Ich weiß jetzt zwar, dass ich gesehen werde, aber jetzt, ich nehme es ja nicht wahr, so ich kann die Augen zumachen und spreche einfach. Das ist schon ein bisschen leichter. Aber dennoch so, ich würde gerne das also durchatmen können, das ist weg und jetzt bist du davon erlöst und jetzt hast du das nicht mehr. Ich weiß, dass bestimmt mich viele mögen oder das mag alles so sein, aber ich selber würde es gerne mir selbst gegenüber loslassen. Genau, was ganz schön ist, jetzt danke dir auch für das Beispiel. Da ist ja dieses ich jetzt gerne weg. Das heißt, dieses hundertprozentige Anerkennen und Dasein lassen in seiner ganzen Größe ist ein bisschen nicht, weil ein Aspekt, na, ich will, dass es jetzt endlich mal weg ist. Ich will jetzt endlich mal tief durchatmen, was legitim ist. Aber was ich vorhin gesagt habe, dieser eine Moment ist 100% da sein zu lassen. Und alleine, dass du es jetzt ausgesprochen hast, wirst du sehen, es wird sich was verändern damit. Aber die große Einladung an alle, und das ist sehr subtil, und wir alle haben natürlich genau das, was Remo vorhin gesagt hat, Teile, die wir halt nicht so gerne haben. Die hätten wir am liebsten. Wie geht es nochmal mit dem Greisen? Wie kriege ich die ganz schnell weg? Dass es nicht dieses ganz Dasein lassen ist, ganz anzunehmen. Die Liebe liebt es und sie ist damit und damit verändert es sich. Und dann kommt es durchschnaufen. Aber dadurch, dass du es ausgesprochen hast, hast du schon einen Riesenschritt gemacht. Es darf gesehen werden, auch von anderen. Du hast es ausgesprochen. Also großes Kompliment. Aber Remoji, du hast bestimmt. Vielen, vielen Dank für deinen Mut, lieber Bernd. Und es darf einfach sein, genau so, wie du bist. Dann lassen wir das jetzt wirken und so sein und gehen zur lieben Silvia. Hallo Silvia. Hallo Remo. Ja, bei mir ist es eigentlich so eine, also inzwischen ganz leichte Existenzangst, die immer wieder kommt. Die rührt natürlich aus meiner Geschichte der Vergangenheit, die ich mir selber manifestiert habe. Ich weiß ja auch, wir leben hier und jetzt, dass alles Illusion ist. Nur jetzt ist es so, dass mein Vermieter das Haus verkaufen möchte. Das heißt, irgendwie steht ja dann doch noch mal ein Ortswechsel an. Der steht zwar schon seit einem Jahr im Raum, aber jetzt scheint es aktuell zu werden. Ne? Und je näher jetzt der Zeitpunkt kam, bis morgen Nachmittag, kam ich so wie gestern wieder in Zweifel, weil ich eigentlich weiß, also mein höheres Selbst, ich werde geführt, dann finde ich den richtigen weiteren Platz für mich und meinen treuen Begleiter. Was aber, sagen wir mal, ja, schwierig ist gar nichts. Aber dennoch, es kommt dann wieder so eine leichte Angst hoch in mir. Bis wann? Und es ist doch ein ja, relativ großes Haus, weil man ja auch sehr viel Mobiliar noch vom anderen Anwesen hat. Der letzte Umzug war sehr schmerzhaft, unbewusst. Ne? Damals, das ist jetzt fast 9 Jahre her. Kurt Tepperwein lernte ich Gott sei Dank ja erst vor 3 Jahren kennen oder nicht ganz 3 Jahren. Und meine höhere Selbst oder auch Akasha-Chronik, alle sagten auch schon im Frühjahr zu mir, keine Sorge, wird alles gut, hier ist ein richtiger Platz. Gut, das hat sich halt jetzt geändert.
Aber man bekommt dann wieder so eine leichte Angst in einem hoch. Ne? Ich lebe ja in Kindau in Oberbayern, also Nähe München. Finde ich jetzt wieder den Platz, wo ich mich wohlfühle, wo ich wirken kann. Weniger jetzt von der Nachbarschaft, weil das resultiert ja auch aus meinem So-Sein. Aber wird es dann ein kleiner Garten sein oder ein größerer Balkon, wo ich mir ein paar Dinge anpflanzen kann? Das sind jetzt halt so Dinge, die mir sehr wichtig sind. Auch die Natur, die Nähe zum Wald, zum Naturgebiet. Und da spürt man dann, je näher es kommt jetzt der Termin, wächst dann doch wieder diese leichte Angst. Gut, ich habe mich heute wieder, muss ich sagen, sehr aufgebaut mit den Gesprächen, die ich auch habe, mit dem höheren Selbst und so weiter. Ich weiß, dass das ja alles jetzt nur eine dunkle Wolke ist, die ich auflösen kann, dass wir alle nur im jetzigen Moment leben. Ne? Und dennoch, und jetzt dachte ich, klar, es ist ja heute die Gelegenheit, dass ihr da mitwirken könnt. So schön. Wow. Also ja, natürlich nicht einfach nur schön, aber ich danke dir, dass du das teilst, weil es ist so menschlich, so, es ist so dieses Urgefühl von schaut das Leben auf mich, meint es das Leben gut mit mir, auch wenn es vielleicht schon all die Jahre hat, es ist gut gemeint mit mir. Ja. Und dann immer wieder dieses Loslassen und dem Vertrauen, dass es sich wieder wie von Neuem zeigt. Und da sind wir wieder alle ganz kleine Kinder, die gerne an der Hand genommen werden würden. Das ist so, ich finde das gerade so wertvoll, genau das eben zu anerkennen, dass dieser Teil in uns ist, ich glaube in uns allen, immer diese Übergänge, wo wir Vertrauen üben dürfen. Ja, das Universum, das Leben ist wirklich auf meiner Seite, steht hinter mir, möchte das Allerbeste für mich. Und das kriegt man meistens nicht auf dem Papier und auch nicht im ersten Augenblick. Das sind alles so Prozesse, wie man so sagen könnte, ganz technisch, oder? Ja. Mit dem Erleben kommt das Fühlen und das Vertrauen. Und ja, vielen Dank. Also ich glaube, es ist so wertvoll, dass es eben auch ausgesprochen werden darf, das, was du gesagt hast, dieses leise Angstgefühl, das immer wieder nagt. Ja, dann auf einmal doch, Silvia, du bist doch bewusst, du lebst im Hier und Jetzt, das ist alles Illusion, die du auch selber manifestiert hast im Grunde, ja? Deine eigene Geschichte. Oder das Drehbuch, du wurdest geführt, wir sind eben Kotepa bei Nada und euch. Das war, ist ja alles so wertvoll und heilsam, ne? Man wird sich immer mehr bewusst auffangen für sich. Das ist alles in hier und jetzt. Da hat man das als dunkle Wolke vorgestellt, die ich dann auflöse. Und dann sind sie mal so am Nachmittag wieder blendend. Ne? Nur klar, und jetzt heute Abend, und wie die Nada sagte, da denke ich mal, ja, das ist eigentlich etwas, was ich mit euch teilen möchte, zu heilen. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Mache ich denn da? Ich wünsche dir alles Gute. Das Leben ist auf deiner Seite. Und ich freue mich, dass du den Mut hattest, das so anzusprechen. Dann gehen wir zu Renate. Hallo, Renate. Hallo, hört ihr mich? Ja. Ja. Jetzt bin ich da, jetzt traue ich mich und ich würde gerne was, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf und ich würde jetzt gerne einfach was in die Runde geben, was ich schon ganz lange mit mir rumtrage,
wo ich eigentlich gar nicht benennen kann. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist was ganz, 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 ganz Altes. Das ist gar nicht von diesem Leben. Das ist uralt. Das ist was, was ich eigentlich gar nicht kenne. Aber das ist was, was immer da ist und jetzt raus will. Das brauche ich nicht mehr. Das möchte ich in die Runde geben und loslassen. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Herzschmerz, der kommt, wenn ich morgens aufwache, so wie wenn er einfach dazugehört. Das ist nichts, was getriggert wird, oder das ist auch gar nichts, was ich eigentlich in meinem Leben zeigt, im Äußeren. Das lebe ich nicht. Das habe ich gelernt, so zu verstecken, so zu, ja, wie wenn es einfach nicht da wäre, so tun, als ob es nicht da wäre. Und das will ich das nicht mehr haben. Ich will es aber eigentlich auch, ich muss es ansehen, aber ich will es nicht benennen, weil das ist so alt. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Aber ich will es nicht mehr. Und ich hatte da jetzt gerade so, kam ein Bild, das ist so eine Schatzkiste. Und ich stell die jetzt da irgendwo hin und muss die aufmachen, will das kurz angucken und dann will ich die Kiste wieder zumachen. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, wir könnten ja die Kiste aufmachen und ihr könnt alle da was reinschmeißen. Und dann machen wir wieder den Deckel zu und schicken es irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie alles Sinn macht, aber jetzt habe ich mich einfach getraut und irgendwie fühlt es sich gerade gut an auf einmal. Danke. Ja, vielen Dank, Renate. Also es macht immer was. Wenn es fließen darf, macht es immer was. Und es muss auch gar nicht immer verstanden werden. Aber das war wirklich so, auf ganz vielen, vielen Ebenen habe ich jetzt da Bewegung gespürt. Also ich glaube, es braucht gar nicht jetzt viele Worte dazu. Also nada, gut. Manchmal, ich habe so das Gefühl, es reicht einfach, dass es raus darf. Und wir sind jetzt deine Zeugen. Dass es eben ja in Bewegung ist, dass du da nicht mehr drüber hüpfst, dass es den nächsten Schritt geben darf. Also vielen Dank für den Mut und eben, wir sind da alle so ähnlich, so gleich, wir haben genauso Dinge, eben diese langen Trittbrettfahrer. Es geht schon, aber irgendwie nerven sie. Und das ist doch irgendwie so toll, das einfach zu merken. Und du hast auch so, ja, das war schon nicht angenehm, aber irgendwie hast du auch sowas Positives, sowas, da ist Aufbruch auch drin. Und wenn wir mit dieser Energie diesen Trittbrettfahrern begegnen, das hilft. Ja, also wir hüpfen weiter, da kommt Hand um Hand. Genau, ich sag vielleicht ganz kurz, weil du mich eingeladen hattest, Dremoti. Ja, unbedingt. Genau, weil das, was hier passiert, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so einen Weg oder eine Technik, das beides nicht wirklich war, aber es ist dieses innere Erforschen. Normalerweise macht man das zu zweit. Eine Person ist dort, man nennt es, ist eine Resonanzschale. Die sitzt einfach in Liebe dort und ist einfach Zeuge, ist einfach da und ist eine Resonanzschale und der andere teilt einfach das, was in dem Moment eben auftaucht, das, was wir vorhin miteinander gemacht haben. Und wir haben hier eine riesen Resonanzschale. Und dadurch, dass es hier viele Aspekte, Kurt würde sagen, des einen Seins gibt, die jetzt nicht dieses
vielleicht die Thematik haben, ob man sie benennen kann oder nicht, sind wir eine große Resonanzschale. Und alles, was hier mit auftauchen darf und auch ausgesprochen wird, wir können es auch leise aussprechen, es muss gar nicht laut ausgesprochen werden, ist in einem Raum, wo es sich viel leichter eben lösen kann und heilen kann, als wenn ich es in mir bewege oder versuche, es in mir zu lösen. Und das ist das, was du jetzt gerade auch Emoji so beschrieben hast, dieses, oder auch du, Renate, es wird einfach leichter. Und jetzt auch Bernd vorhin, ich weiß nicht, ob du den Chat gelesen hast, es ist so viel Resonanzschale hier durch unsere Präsenz, dass alleine das schon ganz viel ja, verändert und heilt und löst. Also vielen Dank, Emoji, ich gebe wieder zurück. Ja, also ist Maritreo da? Du kannst gerne sonst auch übernehmen, wenn du da bist, aber ich habe dich noch gar nicht gesehen. Ja, ich probiere es mal. Ich kann es nicht sein, ihr Lieben. Ich bin irgendwie ins Herz vorhin gefallen, in den Herzraum, und mir fehlt tatsächlich irgendwie die Sprache, um das zu beschreiben, was da gerade passiert. Aber ich probiere es jetzt mal wieder hier Fuß zu fassen. Wunderschön, wie alles hier auftaucht in diesem Freiraum und dann auch wieder sich löst, auflöst, verschwindet. Und in der Wahrnehmung, ich möchte es ganz kurz versuchen zu beschreiben, was ich jetzt gerade erfahren habe. In diesem Raum des Bewusstseins, in dem Herzraum, alles, was da auftaucht, völlig egal, was es ist oder wann es ist, welche Qualität es hat, löst sich auf. Es hat keinen Bestand. Es ist wie ein Lotusraum, wo nichts haften kann. Es taucht auf und es ist alles phänomenal. Alles Persönliche, inklusive demjenigen, der das als Person erfährt. Und dann löst sich die Zeit vollständig auf. Es ist nur noch Raum. Und jenseits von diesem Raum ist die Wahrnehmung von dem Raum, im Raum und jenseits vom Raum. Und es ist persönlich gar nicht auszuhalten. Es sprengt die Persönlichkeit. Und es ist eine Einladung, die aus dem eigenen Herz kommt. Komm rein. Und im eigenen Herz dann zu sehen, der Raum ist in mir. Und dann zu sehen, ich bin in diesem Raum. Und der dritte Schritt, ich bin jenseits von dem Raum und ich finde gar kein Wort dafür, was es ist. Und es ist ewig und hier und jetzt im Raum und jenseits vom Raum. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen, aber es war jetzt nicht möglich zu sprechen. Und alles, was im Raum auftaucht, ist dennoch sehenswert. Und es wird sowieso alles gesehen. Es kann da sich nichts verstecken. Alles wird entdeckt. Ja, und es ist schön. Liebe Elke, wenn du in den Freiraum des Herzens sprechen magst, sei eingeladen. Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Und ich finde es jetzt auch, ihr benutzt ganz oft das Wort wunderbar. Und ich finde es heute ganz wunderbar, dass der Raum auch da ist, mal etwas, sein Herz auch mal auszuschütten und eben sich da zu befreien von Geschichten. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, mir ist ganz heiß geworden. hoffentlich sagst du jetzt auch das Richtige. Und genau das ist das Thema schon. Ich habe so das Gefühl, oft nicht verstanden zu werden. Und ich weiß, das ist das Ego. Ich war schon so in meiner Kraft und in meinem Angebundensein mit
mit allem, dass ich mein Ego schon geglaubt hatte, dass es weg ist, aufgelöst, und jetzt bin ich jetzt richtig drauf gestoßen worden, auf mein Thema und auf den großen Schatz, da noch was zu entdecken, was befreit werden will. Man kann es ja wirklich nicht verstecken. Ja, und da ist eine ganz, ganz große Trauer. Ich bin heute durch den Wald gelaufen und hab so eine Trauer gehabt in mir, weil ich die Natur so sehr liebe. Warum die Menschen das Schöne zerstören? Warum? Und dann sagt mir ein Teil, ja, klar, also das ist einerseits der Verstand, aber andererseits ist da auch ein ganz großes Gefühl, dass die Menschen eben, oder dass es halt Menschen gibt, die, denen das Gefühl fehlt. Und dann merke ich, dass ich mir diesen Schuh da anziehe selber und merke, dass ich dann wieder zu mir kommen darf und trotzdem irgendwas Schönes immer wieder entdecken darf. Aber dieses Gefühl des Nicht-Verstanden-Werdens, da ist schon eine tiefe Traurigkeit, die ich dann aber wieder akzeptieren kann, weil ja jedem Menschen das zugestanden, oder weil ich jedem Menschen das zugestehe, dass er da steht, wo er jetzt gerade ist. Und ich merke, dann ist es auch wieder ein Teil Ungeduld mit mir selber. Ah, jetzt lass doch die anderen los und geh nicht in den Schmerz, weil du weißt ja, das ist alles Illusion. Das stimmt überhaupt nicht. Aber im Moment, also ich war vor ein paar Wochen noch dort, aber im Moment fällt es mir schwer, weil ich, so ähnlich wie die Silvia, ich werde gerade ziemlich konfrontiert so mit meinem irdischen Dasein, weil ich meine Wohnung jetzt verlassen werde und ich weiß noch nicht genau wohin. Und da kommt auch das Vertrauen dann, das Thema Vertrauen. Ja, also ich schwanke immer gerade so zwischen Vertrauen und Traurigkeit und ja, da kommt dann aber auch noch ein bisschen Wut. Das ist also ziemlich eine Mischung, wo ich schon gedacht habe, mei, da habe ich gedacht, ich bin schon drüber hinweg. Das kommt jetzt noch mal vehement. Ja, und dann nehme ich wieder mein inneres Kind in den Arm. Denke, wir schaffen das, wir schaffen das. Ich glaube da fest dran. Und wenn wir jetzt mal entscheiden, wo es ganz klar hingeht, dann tut sich da auch eine Tür auf. Ja, ganz lieben Dank fürs Teilen, liebe Elke. Das ist schön, das in diesem Raum hier aufzunehmen. Alles, was jetzt hier geteilt wird, bekommt den Raum und der Raum wird dadurch nicht kleiner. Es ist genug Raum da. Alles, was auf dem Herz ist, darf über die Herzöffnung ins Herz reinrutschen. Ist herzlich willkommen. Ja. Dann gehen wir weiter zur Marianne. Liebe Marianne, wenn du gerne sprechen magst. Ja, hallo. Hört ihr mich? Ist gut zu hören. Ja. Also es fällt mir nicht leicht, aber jetzt bin ich mal ganz mutig und öffne mich in der großen Runde. Es geht um Frieden und Unfrieden. Ich habe drei Kinder und 2015 ist mein Mann gestorben.
Ich habe 14 Jahre gepflegt, meinen Onkel, meine Mutter, meinen Mann. Und dann sind 2 Jahre vergangen. Dann kam das große C-Thema. Und dann habe ich halt gedacht, ich will das, was wir so alles haben, an die Kinder vererben. Und nach dem ganzen C-Thema, wir waren eigentlich eine harmonische Familie miteinander. Und eines Tages kam dann der Mittlere mit seiner Ehefrau und haben nachts bei mir angerufen und haben geschrien, dass es alles zu lange dauert. Und es war so furchtbar. Und ich habe dann später noch den Kontakt gesucht und wollte es eigentlich klarstellen. Es hat an so vielem gelegen, an Steuerberatern und an allem. Und als sie dann Geburtstag hatte, die Schwiegertochter, bin ich dann hin und habe gedacht, vielleicht lenkt sich das ja wieder ein. Und letztens waren wir auch noch zusammen auf einer großen Hochzeit. Und wenn immer andere Leute da sind, dann tut sie so, als ist alles in Ordnung. Und aber auf dem eigenen Grundstück, wir wohnen ziemlich alle nebeneinander, ist es ganz furchtbar. Ich will eigentlich nur den Frieden. Und wenn ich halt in mein Lebens, in den Spiegel meiner Lebensumstände schaue, dann denke ich mir, ich weiß gar nicht, warum das jetzt so ist und wo das hergekommen ist. Weiß auch nicht, soll ich einfach nur loslassen? Ich habe keine Ahnung mehr. Es tut mir leid. Tut mir so schmerzt es so im Herz. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Danke fürs Zuhören. Dankeschön fürs Teilen, liebe Marianne. Und spür bitte, wie sich's jetzt anfühlt, jetzt, wo du so mutig warst und das in diesen Raum gegeben hast. Es brennt alles so. Und für alle vielleicht, die jetzt Zeuge waren, konnte ich wirklich in dieser als Resonanzschale bleiben, konnte ich den Raum, in diesem grenzenlosen Raum der Liebe bleiben? Oder hat es mich ein Stück mit in die Geschichte gezogen, weil es vielleicht ein Stückchen irgendwo meine Geschichte noch in Resonanz gebracht hat? Und dann dürfen wir uns alle miteinander immer wieder in diesen großen Raum des Seins, der Liebe entspannen, was die große Schatzkiste ist. Und erinnern an unser Sein, so dass es heute die große Einladung, dass alles da sein darf und in dieser Unendlichkeit sich entspannen darf auch. Maritrio, ich gebe wieder. Ja, ganz vielen Dank. Es ist Dankeschön. Es ist schön. Marianne, wenn du dieses Mitgefühl, was hier da ist, spürst, es ist unverändert, egal was da ist. Es braucht nichts versteckt zu werden und es beeinflusst den Raum auch nicht. Und es ist völlig natürlich, dass nicht alles dieser schönen, heilen Welt, die gezeichnet wird, entspricht, sondern dass alle Farben, alle Gefühle da dazugehören. Und das zu teilen, macht es für dich natürlich auch leichter, weil der Kanal dann
sich entsprechend öffnet. Das Herz öffnet, es fängt an zu brennen, es verändert sich, es transformiert. Und der Freiraum ist heute und auch danach und auch davor ist da. Und den entdecken wir jetzt gemeinsam, diese Qualität. Das ist ein wunderschönes Geschenk, das wir heute öffnen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Okay, lieber Marion, wenn du gerne magst. Ja, hallo. Ich fühle mich sehr gerufen von diesem Thema. Als ihr das heute eingeleitet habt, das war so, wow, was für eine Synchronizität, das liegt bei mir seit 2 Wochen so unglaublich auf dem Silbertablett, dieses Thema, ja, schau doch nochmal die ungebetenen Gäste an. Und dann kam plötzlich so ein Herzklopfen, ich dachte, ja, ich unterhalte mich mit ihnen, ich weiß, warum sie da waren, ich weiß, dass sie wertschätzende Gäste sind und waren, aber irgendwie fehlt noch so das letzte Verabschieden. Und dann war das echt so dieses Nada, als du am Anfang sagtest zu Bernd, so manchmal möchten Dinge einfach ausgesprochen werden und oh mein Gott, da kommt so ein Herzklopfen hoch, dachte ich, das kann einfach nur der Weg sein, Folge der Angst, warum auch immer da so ein Herzklopfen ist. Aber ich hab sowas von nochmal das komplette Paket bekommen an, die Kleinheit war da, die Hilflosigkeit war da, die Ohnmacht, die Wertlosigkeit. So viele, von denen ich dachte, die hätten sich schon verabschiedet und plötzlich waren sie alle nochmal da und haben mir auch gesagt, warum sie da sind. Und ich hatte auch gedacht, ich hätte die Dankbarkeit schon gefühlt und so, ja, Kleinheit, ich sehe dich, ich weiß, dass du da warst, mir zu dienen, ich weiß, dass du da warst, mir zu nutzen, dass du mich beschützt hast, dass du mich beschützt hast, weil ich noch nicht bereit war, die Größe wirklich zu leben. Aber dass es jetzt so wirklich an der Zeit ist, noch einmal gesehen zu werden und den Mantel nochmal auszuziehen und die ganzen Scherben, die da nochmal produziert wurden, bevor man sich dann weiter auf das Licht fokussiert, sie nochmal einfach anzugucken und Danke zu sagen. Weil alles, es ist wirklich alles, was wir als ungebetene Gäste bezeichnen. Es sind Gäste, die uns dienen, die uns dienten und die ja, in Dankbarkeit und Ehrerbietung verabschiedet werden möchten, weil sie sowas von ihrem Sinn hatten und weil dieses Leben mit der Kleinheit vollkommen war und weil das Leben ohne die Kleinheit vollkommen ist, weil einfach irgendwie ein anderer Ausdruck der Vollkommenheit gelebt werden möchte. Und ich hatte die letzten Tage so ein Bild wie von einer, nicht nur eine aufsteigende Lotusblume, die so aus dem Sumpf hervorsteigt und dann an der Wasseroberfläche verbleibt, sondern die ist irgendwie noch höher gegangen. Die ist auf so einem strahlenden Stiel nach oben aufgestiegen, aber da hingen halt noch Schnüre und Anker dran. Und ich habe das Gefühl, ich habe die durchtrennt, aber irgendwie fehlte noch so der letzte Rest des Verabschiedens. Und vielleicht ist das das, was ich jetzt tun soll, indem ich das ausspreche und dieses, nicht nur ich sehe sie und verabschiede sie, sondern ich darf es unter Zeugen tun. Und das war jetzt irgendwie so eine laute Einladung, dass das jetzt gesagt werden wollte. Also vielen, vielen Dank für diese Bühne und fürs Lauschen.
Dankeschön fürs Teilen, lieber Marion. Tut gut, was gesprochen wird. Und es ist heute zwar Freiraum, aber nicht komplette Freizeit, deshalb schauen wir auch ein bisschen auf die Uhr. Und ich würde vorschlagen, wir können noch einen Beitrag hören und uns dann ganz auf dieses Raumbewusstsein fokussieren gemeinsam. Gemeinsam spüren den Raum, der unberührt ist von den Phänomenen der Zeit und allen Dingen, die auftauchen und wieder verschwinden. Liebe Manuela, wenn du noch gerne magst. Ja, danke schön. Ich habe schon gehofft, ich komme nicht mehr dran. aber es ist sehr wichtig, dass ich mich jetzt melde. Und zwar beschäftigt mich schon sehr, sehr lange ein ganz großes Thema. Und ich dachte auch, ich hätte es schon aufgelöst. Aber es tritt immer wieder in Erscheinung und es ist einfach die Scham, vor Menschen zu sprechen. Und über mich selbst hinauszuwachsen. Also ich habe mich auch immer wieder versteckt und ich kann das sehr gut. Und ich hatte jetzt gerade den Impuls, mich zu melden und es einfach abzugeben in diesem großen, wunderbaren Raum, weil ich bin gerne ein Mensch, der das für sich selber regelt. Und ich dachte mir, in der Gemeinschaft tut sich da sicher ganz viel Bewegung und es geht vielleicht ein bisschen schneller. Und ich lasse die Scham los. Ich liebe sie, ich habe sie umarmt, ich habe sie in Einzelteile zerpflückt und ich möchte jetzt einfach endgültig wegpusten. Und ich mache das jetzt auch symbolisch. Ich puste sie weg. Dankeschön. Ja, wundervoll. Dankeschön fürs Teilen und fürs in den Raum hinein wehen. Das ist wunderschön. Ja, und so möchte ich dann auch nochmal einladen. Wir werden sicherlich noch ein paar Worte hören von Nada oder von Kurt. Diesen Raum zu spüren, in dem alles sein darf. Egal, was es auch ist. Dem wir als Person auch sein dürfen. Dem wir uns beobachten dürfen. Ganz liebevoll von innen, mit ganz offenem Herzen. Egal, welche Belastung da ist, welche Streiche wir vielleicht spielen, egal, wie wir uns täuschen, all das, genauso wie es ist. Alles ist natürlicher Bestandteil. In uns und wir sind Bestandteil von diesem großen Sein, das immer da ist und uns genau so, wie wir sind, ohne dass wir irgendwas verstecken müssen, ohne dass wir uns sorgen müssen, das immer da ist und uns immer willkommen heißt, in jedem Moment, immer hier und jetzt.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir alle konnten heute Zeuge sein von dieser Magie, wenn wir einfach bedingungslos miteinander da sind und alles sein darf, alles auftauchen darf, alles gesehen werden darf. Wenn ich jetzt hinspüre zum wie es sich jetzt anfühlt, im eigenen System, aber auch im Raum, im Feld, zu dem, wie wir begonnen haben um 8 vor 8, dann gleicht das einem kleinen Wunder oder einem großen. Und wir haben nicht wirklich was getan, wir waren wirklich einfach nur miteinander, bedingungslos da. Vielen, vielen Dank für eure Präsenz, eure Liebe, euren Mut zu zeigen vor dir selbst, aber auch im großen Raum hier, es einfach da sein zu lassen. Und jetzt fehlen mir auch die Worte. Vielleicht mag Kurt noch was sagen. Also ich bewundere den Mut und auch das Vertrauen, sich hier zu öffnen und zu zeigen, sein Herz auszuschütten in diesen Raum des liebevollen Miteinander. Dann kann tatsächlich ein Wunder geschehen und es kann gehen. Ja, und dieser Raum ist immer da. Nicht nur donnerstags, nicht nur um 8:18. Wir sind miteinander und dieser Raum ist immer da. Also fühlt euch eingeladen. Also alles, was hier auftaucht an Impulsen, die wir donnerstags miteinander teilen, nimm es mit in deinen Alltag, in deine Momente. Es ist immer da, es ist immer da. Danke, danke, danke. Danke. Dankeschön. 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 So heilen. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Tausend Herzlichen Dank. Dank. Herzlichen Dank. Von Herzen danke. 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 Dankeschön. Dankeschön. Alles Liebe. Danke. Danke, danke. Wo ist es? Vielen Dank und Aloha, ihr Lieben. Aloha. 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 Herzlichen Dank. Danke für schön, kurz Anke. Ja. Danke. Nicht. Danke.